Lukas, nach 452 Minuten haben wir zum ersten Mal wieder ein Gegentor hinnehmen müssen. Mit dem 1-2 in Ulm haben wir zum ersten Mal seit dem 4. August das Feld als Verlierer verlassen. Wie sehr ärgert es dich, gerade als Verteidiger, der maßgeblich mit an diesem Erfolg teilhatte, dass diese Serien gerissen sind? Na, natürlich ärgert einen das sehr. Vor allen Dingen, das Gegentor war ja recht unnötig nach einem Freistoß, der halt, sag ich mal, eklig abgeblockt wird und Jakob kann da halt dann auch nichts machen durch den abgeblockten Freistoß. Und ja, also wir haben kein gutes Spiel gemacht, sag ich mal, und hätten es auf jeden Fall anders angehen müssen, also auch von der Intensität und auch wie jeder das Spiel angehen wollte. Und dann wäre da, denke ich, mehr gegangen. Jetzt ist es so und jetzt gucken wir aufs nächste Spiel. Du hast es gesagt, also wir sind mit breiter Brust nach Ulm gefahren, haben aber gerade in der ersten Halbzeit ein bisschen was vermissen lassen, was uns die Spiele zuvor stark gemacht hat. Wir waren nicht gallig genug, nicht robust in den Zweikämpfen. Hast du Gründe dafür, woran das gelegen hat? Nee, dafür gibt es keine Gründe. Es gibt manchmal Tage, wo es einfach nicht läuft. Man muss sagen, Ulm hat sich sehr gut auf uns eingestellt. Die wussten, wie wir spielen, die wussten, dass wir spielstark sind, dass wir defensiv gut stehen und haben halt, muss ich sagen, ihre Sache sehr gut gemacht und ja, waren halt perfekt eingestellt, würde ich mal so sagen. Die Liga ist eng, 7 Spiele sind jetzt absolviert. Die Tabelle ist zwar noch nicht sehr aussagekräftig, nichtsdestotrotz sind alle Vereine eng beisammen. Hättest du vor der Saison gedacht, dass die dritte Liga im Vergleich zur vorherigen Saison noch enger ist, irgendwie noch intensiver? Die Vereine sind wirklich alle relativ auf Augenhöhe? Ja, klar, weil ich muss sagen, mir war es klar, dass es etwas enger dieses Jahr wird, weil viele Vereine sich ja auch neu aufgestellt haben, sei es die runtergekommen sind oder auch die hochgekommen sind. Es sind starke Teams hochgekommen, aber auch starke Teams runtergekommen, die natürlich dann sich den Kader, sage ich mal, neu zusammenstellen mussten. Wo neue Spieler, die müssen auch erstmal funktionieren. Und deswegen war es eigentlich recht klar, dass alles ein bisschen enger zusammen ist dieses Jahr. Blicken wir nach vorn, blicken wir auf dich. In unserem Team bist du der Verteidiger mit den meisten Torabschlüssen. Gewinnst deutlich mehr als die Hälfte deiner Zweikämpfe. Man hat das Gefühl, du findest gerade so die richtige Balance zwischen dem Offensivrang und dieser defensiven Robustheit. Kommt es dir da vielleicht zugute, dass du in deiner Karriere schon alle Positionen quasi auf der linken Seite gespielt hast? Auf jeden Fall kommt es zugute. Ich habe offensiv sowie defensiv schon gespielt. Eigentlich war es immer meine Schwäche defensiv, sage ich mal, was ich dieses Jahr oder auch schon letztes Jahr abgelegt habe, durch einfach mehr Ehrgeiz und auch körperliche Defizite aufgeholt. Und ich denke, das trägt ja etwas Früchte. Natürlich geht immer mehr. Aber ja, klar, bringt mir das natürlich sehr viel, dass ich vorne und hinten und eigentlich schon überall gespielt habe. Am Sonntag wartet jetzt ein richtiger Brocken auf uns, Dynamo Dresden. Kommt hier an die Hafenstraße, da brauchen wir eine herausragende Leistung von allen Akteuren, die dabei sind, ob auf dem Platz oder neben dem Platz. Dynamo Dresden, aktueller Tabellenführer, letzten 5 Spiele allesamt gewonnen. Ja. Da kommt ein richtig starker Gegner auf uns zu. Klar, kommt ein guter Gegner auf uns zu, haben sie auch schon in den letzten Jahren immer bewiesen. Aber Dresden ist auf jeden Fall schlagbar. Es ist jetzt nicht so, dass es eine Übermacht ist. Wie wir gesehen haben, kann in der dritten Liga jeder jeden schlagen. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben jetzt, ich nehme mal Ulm raus, 6 sehr gute Spiele gemacht. Vielleicht Viktoria Köln noch. Aber sonst 5 überragende Spiele, wo wir auf jeden Fall besser waren, wo wir Spiel dominiert haben, wo wir spielerisch sehr gut waren und eigentlich immer da waren. Und deswegen ist es eigentlich, denke ich, ein gutes Omen für Sonntag gegen Dresden. Und muss sich keiner von uns verstecken. Und Dresden muss auch nicht hierher kommen und denken, dass sie einmal über uns rüberfahren und wieder nach Hause fahren mit den 3 Punkten. Ja. Ein Faktor, der sicherlich schon vor der Partie auf unserer Seite ist, sind die Fans. 6 Tage vor dem Anpfiff quasi haben wir verkündet, dass der Heimbereich ausverkauft ist. Ja. Jetzt bist du in dieser Saison neu zu uns gestoßen. Wie hast du die Fans bisher erlebt und was glaubst du, werden die Fans auch am Sonntag für einen Einfluss auf unser Spiel nehmen? Klar, motiviert einen das auf jeden Fall, wenn man allein schon zum Aufwärmen rauskommt oder insgesamt hier alles bemerkt. Beim Training sind immer Fans, bei den Spielen ist fast immer ausverkauft. Die Leute stehen einfach, die leben den Verein einfach und das ist schön so mitzubekommen oder auch zu merken, weil das einfach nochmal viel mehr pusht und motiviert. Am Montag bist du 24 Jahre alt geworden. Wenn du dir nachträglich etwas wünschen könntest für die Partie am Sonntag, was wäre das? 3 Punkte natürlich. Dann hoffen wir, dass der Wunsch in Erfüllung geht. Hoffen wir es auf jeden Fall.